Ja, wir beginnen in der Bundespolitik. Noch rund eine Woche können rund 460.000 SPD-Mitglieder per Briefwahl entscheiden, ob sie einer neuen großen Koalition zustimmen oder nicht. Zeit, die die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles nutzt, um für ein Ja zu werben. Was sonst? Heute in Potsdam. Die Presse durfte nur kurz dabei sein. Stefanie Teißler hat sich aber unter Genossen mal umgehört. Der Gesprächsbedarf scheint nach wie vor groß. Immerhin mehrere hundert Genossinnen und Genossen aus Brandenburg und Berlin sind dem heutigen Ruf des SPD-Bundesvorstands gefolgt. Unsere Eindrücke sind, dass es eine rege Beteiligung gibt. Die Veranstaltungen werden eher voller. Und die Diskussion wird aber auch insgesamt intensiver, aber auch sachlicher. Der Koalitionsvertrag ist beschriebenes Papier. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass er Realität werden kann. Und dann muss er in die Realität umgesetzt werden. Und das wird eine harte Arbeit. Die Parteispitze will vor allem die letzten Unentschlossenen von der Großen Koalition überzeugen. Aber nicht jeder will sich überzeugen lassen. Einige sind mit der Hoffnung gekommen, das No-GroKo-Lager zu stärken. Ich denke nicht, dass die Veranstaltung dafür geeignet ist, ein gleichberechtigtes Bild von beiden Seiten zu zeigen. Aber es ist immerhin dafür gut, dass die Mitglieder miteinander in Austausch gehen können und wirklich ihre Argumente abwägen können. Ich schätze, es ist 50-50, wie in allen anderen Gesprächen auch. Also es ist wirklich schwer abzusehen, wie es ausgehen wird. Die Gegnerinnen und Gegner kommen also zu Wort. Am Ende ist für den veranstaltenden SPD-Vorstand aber klar, es soll Richtung GroKo gehen. Das Zuhören ist Teil der Überzeugungskampagne. Die Kritikerinnen und Kritiker sind hier auch zu Wort gekommen und haben das auch gut gemacht, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Aber ich kann doch erfreut sagen, dass hier eine klare Mehrheit zu sehen war für ein Ja. Wie viele sich tatsächlich haben überzeugen lassen, das lässt sich nicht sagen. Nach knapp 3 Stunden Dialog sind echte Meinungswechsler zumindest rar gesät. Also die haben wirklich gekämpft, das hat man denen angesehen, aller Ehren wert. Und sie kann wirklich toll sagen. Und ich glaube aber nicht, dass da praktisch dann die Meinungen sich da bei vielen geändert haben. Glaube ich nicht. Was war aus unserer Sicht eher so ein bisschen so eine Selbstdarstellung des Parteivorstands nochmal. Es war, finde ich, auf gar keinen Fall eine ausgeglichene Debatte. Ich finde, die Argumente sind gut rübergekommen von beiden Seiten. Und ich bin, wie vorher auch, immer noch davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist, in die Große Koalition zu gehen. Knapp eine Woche vor Ende des Mitgliederentscheids sind die Argumente also ausgetauscht. Für die wenigen Unentschiedenen tourt Nahles noch bis morgen durch Deutschland.